Und weiter geht's mit Dragons. Wie ihr seht, ist hier immer noch so ein Event. Da können wir zwei Drachen bekommen, eben mal den Regenschneider und den Zahnhaken. Wir hoffen natürlich alle, dass wir beide Drachen bekommen. Den Regenschneider hatte ich im Vorfeld schon, den Zahnhaken habe ich bis jetzt noch nicht bekommen. 28 Stunden und 31 Minuten jedes Event noch, von daher ist auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit, um die Drachen zu bekommen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welchen Drachen ihr von den beiden schon habt. Wie gesagt, ich habe den Regenschneider am Start. Ihr könnt natürlich auch in meiner Community darüber diskutieren, für irgendwelchen Events, welche Drachen wer hat und. Da könnt ihr Diskussionen erstellen in der Gruppe Dragons Aufstieg vom Berg. Das geht eigentlich ganz einfach. Ihr geht einfach auf www.eptialist.com. Klickt da links oben auf den Button Community, registriert euch da, dann loggt ihr euch ganz normal ein und dann könnt ihr auch schon in der Gruppe Dragons Aufstieg vom Berg eintreten. Da gibt es natürlich auch viele andere Gruppen. Ihr könnt auch eigene Gruppen erstellen, wenn ihr eine andere App habt, die ihr gerne zockt. Und in diesen Gruppen könnt ihr dann halt verschiedene Diskussionen anzetteln, dass ihr mit anderen Usern schreiben könnt. Ist eigentlich relativ simpel. Außerdem finde ich, ist das eine coole Idee, weil man sich so austauschen kann, wie man vielleicht besser vorankommt bei diversen Spielen. Von daher finde ich das eigentlich relativ cool. Gut, jetzt checken wir erstmal ab, was unsere Drachen hier machen. Die sind eigentlich alle vom Training zurück. Hier haben wir einen tödlichen Nadder auf 52, der holt Holz. Dann haben wir hier noch einen Nadder auf 52, der ist für Fisch zuständig. Dann haben wir hier unseren Funkenhüstle auf Level 52, also auch ein Titandrache. Der besorgt uns natürlich auch ein bisschen Holz. Dann gehen wir hier unten weiter. Hier haben wir den Regenschneider auf 51, den Sturmpfeil auf 51, den Krallenkrabbler auf 51 und den Gruff auf 51. Die vier Drachen holen alle vier natürlich Fisch. Hier haben wir noch unseren Schockdrachen auf Level 51 und unser ohne Zahn ist auch auf Level 51. Das wären auf jeden Fall die sechs Drachen, die ich als nächstes zum Titandrache mache. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welchen Drachen ihr als erstes zum Titandrachen machen würdet. Jetzt schicken wir erstmal unseren Stumpf, unseren Nadder hier nochmal los. Der ist auf Level 54. Die sind eigentlich alle auf 54. Hier haben wir den Hackadoo, der holt Holz. Dann haben wir einen Schockdrachen auf 54, der ist natürlich für Fisch zuständig. Hier haben wir noch einen Hackadoo, der ist für Holz zuständig. Die vier Nadder hier, die sind auch alle auf Level 54, drei davon holen Holz. Die klicke ich jetzt erstmal an und der vierte hier holt Fisch. Dann haben wir hier oben links in der Ecke den Holzklau, der, so wie der Name schon sagt, der klaut uns das Holz. Na, klauen tut er nicht, der holt es für uns ran, besorgt es uns praktisch. Gut, dann würde ich sagen, checken wir erstmal unsere Drachen, die wir beim Training haben. Hier haben wir eben mal den Dagos Grill, der braucht nur 16 Stunden, 19 Minuten. Dann haben wir hier den Knochenräuber, der ist in 5 Stunden und 17 Minuten zurück. Dann ist er auf Level 46. Der Dagos Grill ist dann auf Level 44, also A34 in 16 Stunden und 19 Minuten. Außerdem bauen wir hier den Wasserturm aus, da bekommen wir dann 158 Wikinger dazu, 20 Stunden und 13 Minuten dauert es noch. Insgesamt hat 2 Tage gedauert. Also wir haben auf jeden Fall schon ein bisschen was weg davon der Zeit. Jetzt haben wir hier noch einen Marktplatz am Start. Der braucht, glaube ich, 1 Tag und 4 Stunden, um den aufzubauen. Kostet 18 Mille. Davon können wir noch einen zweiten bauen. Das machen wir dann auch danach. Aber erstmal müssen wir ein bisschen Material sammeln. Also wir brauchen auf jeden Fall noch 10 Mille am Start hier. 8 Mille haben wir gerade mal. Der Wasserturm hat 28 Millionen gekostet, also ist eigentlich das teuerste, was ich bis jetzt hier bei mir auf Berg besitze. Jetzt pimpen wir erstmal unseren Schädelbrecher auf, würde ich sagen. Der ist jetzt auf Level 37. Und dann haben wir hier noch unseren Rumpelhorn. Den können wir eigentlich auch zum Training schicken, aber ich würde sagen, nee, wir pimpen erstmal unseren Schädelbrecher. Der ist jetzt nämlich schön auf Level 39. Und den schicke ich jetzt auch gleich mal zum Training. Der braucht jetzt 1 Tag und 12 Stunden, bis er zurück ist. Auf jeden Fall ist meine Akademie jetzt wieder voll. Da trainieren die Drachen ohne Ende. Also 3 Drachen halt drin. Der nächste Drachen wäre der Knochenräuber, der zurückkommt in 5 Stunden und 16 Minuten. Gut, damit sind wir erstmal durch. Jetzt würde ich sagen, checken wir erstmal ab, was unser ohne Zahn uns mitgebracht hat.
Wie ihr wisst, ist ja hier so ein Event, hatte ich ja gerade schon erwähnt. Ich habe den Zahnhaken gesucht und mit ein bisschen Glück kriegen wir den vielleicht auch. Wir gucken einfach mal nach. So, was hat er uns... Oh Mann, der hat uns Holz mitgebracht. Das ist natürlich bitter. Ich hätte lieber diese olle Eier gehabt. Aber dann würde ich sagen, suchen wir den gleich nochmal. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht, wenn er hier im Event einen Drachen sucht, ein paar Rucksäcke mitschickt. Ich mache eigentlich immer nur den Gratis-Rucksack. Ihr habt vielleicht auch alle drei Rucksäcke für ein paar Runen dann mitgeschickt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das macht, wie viele Runen ihr noch habt und ob ihr den Drachen schon bekommen habt, würde mich natürlich auch interessieren. Außerdem habe ich mein Bruthaus ausgebaut auf Level 2. Da gibt es ja auch schon ein paar, die haben das schon auf Level 3 oder 4 ausgebaut. Meine Akademie ist es auf Level 3. Also so ist er auf Level 8, aber hier, dass ich halt 3 Slots freigeschalten habe. Da kann ich jetzt nur einen freischalten für 2490 Runen. Ihr könnt ja mal reinschreiben, wer von euch den schon frei gemacht habt. Ich habe es noch nicht gemacht, weil mir die Runen fehlen. Klar, ich könnte es auch für echt Geld kaufen, aber da ist mir die Geld eigentlich zu schade. Ich spiele eigentlich nur aus Spaß, an der Freude die App und will eigentlich so ohne Kohle so weit wie möglich kommen, finde ich viel sinnvoller, weil dann macht es auch erst richtig Spaß, finde ich. Gut, soweit sind wir erstmal durch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Cool wäre auf jeden Fall, wenn man mit Erets Boot vielleicht noch zu einer anderen Insel fahren könnte und eine neue Insel aufbauen könnte. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr cool finden würdet, was man auf Berg so verändern kann, um das irgendwie besser zu machen. Würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr da für Ideen habt, um Berg halt cooler zu machen. Cool wäre auch, wenn man halt Drachen nehmen könnte, hier zum Beispiel den Schockdrachen und den Hakadu. Ihr wisst ja, der Hakadu sammelt 126.000 Holz auf Level 54. Das gleiche macht der Schockdrachen auf Level 54 mit Fisch. Cool wäre, wenn man die irgendwie so kombinieren könnte, sag ich mal, zusammen, dass es dann neuer Drachen wird. Wie sagt der Hackerrachen oder der Hackrachen oder der Schockdu, keine Ahnung, irgendein Name würde dann rauskommen und der würde dann halt die maximal Materialsammelmasse halt von dem Besseren bekommen. Also praktisch würde er dann von dem Schockrachen die 126.000 Fisch pro Stunde kriegen und von dem Hakadu die 126.000 Holz pro Stunde. Dann wäre auf jeden Fall ein optimaler Drachen. Cool wäre, wenn es so funktionieren würde. Könnt ihr euch ja mal überlegen, ob euch da irgendwas einfällt, was man noch so verändern könnte. Und wenn man die halt kombinieren könnte, könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, welche Drachen ihr kombinieren würdet und wie der Name dann am Ende wäre. Könnt ihr euch ja mal überlegen. Gut, soweit sind wir durch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ein Traum wäre auf jeden Fall ein Daumen. Also ein positiver natürlich. Detailen könnt ihr natürlich auch machen. Weil ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn noch ein paar andere Leute meine Videos sehen. Und sagen, yo, die sind ja ganz cool soweit. Außerdem würde ich mich freuen über die Leute, die mich vielleicht noch nicht abonniert haben. Die sich jetzt zurückgeben und sagen, yo, den Appzialisten müssen wir auf jeden Fall abonnieren. Der macht öfter mal Videos, die sind auch ganz lässig. So. Könnt ihr euch ja mal überlegen. Wäre auf jeden Fall eine coole Geste. Ich würde mich auf jeden Fall riesig drüber freuen. Gut, damit möchte ich mein Video erstmal beenden. Ich will euch ja nicht weiter stressen und hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.